Willkommen zurück bei Civilization 6 und heute wollen wir die Schönheit erblühen lassen, einen wunderbaren Sängerhof, einen Minnehof erschaffen und mit Eleonora die Welt unterwerfen. Und zwar nehmen wir die französische Eleonore von Aquitanien. Und zwar haben wir die Fähigkeit Minnehof, wie schon angedeutet, minus 1 Loyalität für alle fremde Städte im Umkreis von 9 Geländefelder pro großes Werk. Das heißt, wir versuchen natürlich, die Städte zu flippen. Das heißt auch, wenn die freie Stadt dann flippt und sie unsere höchste Loyalitätsstufe hat, wird sie sofort unsere Zivilisation beitreten. Das sind unsere Settings und wir werden die Pangea-Map nehmen. Wir wollen jetzt einfach mal loslegen und die Welt mit unserem Gesang erobern. Da wären wir auch schon in unserer wunderbaren Karte. Seht sie euch an, herrlich. Jade, Jade, Jade. Ach, okay, dreimal Jade. Alles das ist wunderschön. Naja, ist ein okay Start, würde ich sagen. Wo gehen wir hin? Auf die Jade, würde ich sagen, weil da haben wir Kultur extra. Dauert natürlich dann schon wieder eine Runde mehr, aber es ist ein Ebene-Gebiet. Das heißt, wir haben da jetzt nicht das Problem, dass wir noch einen Zug länger brauchen. Problem ist natürlich diese bescheuerte Wüste. Aber vielleicht können wir da irgendwie unsere Theaterdistrikte so drauf blenden. Das wäre vielleicht ganz okay. Hätten auch vielleicht die Möglichkeit, Wunder zu bauen, wie Pyramiden, wobei die eigentlich immer weggenommen werden. Aber ja, das wäre so die Idee. Was sehe ich denn da? Lecker, lecker. Das heißt, hier haben wir ein Naturwunder. Ja, können wir einfach mit dem Krieger mal schauen, was das denn genau ist. Lass mich gehen. Das Matterhorn. Denkt immer dran, ich habe hier so einen Mod an, der den noch ein bisschen Funktion dazu gibt. Das heißt, Matterhorn ist sogar doppelt gut. Erstmal natürlich plus 2 Kultur, wie immer. Einheiten ignorieren alle Züge durch Hügel. Das heißt, wir können auch über Hügel schneller gehen. Ist doch ein ganz guter Start. Schauen wir mal, wie er sich entwickelt. Gehen wir mal zuerst mal drauf ein, was wir eigentlich haben wollen. Also, wir wollen natürlich die Welt erobern, indem wir Städte flippen. Das wird erstmal länger dauern. Das ist einfach eine Sache, die nicht in 20, 30 oder 100, auch 150, 200 Runden, je nachdem, wie die Map ist, geliefert wird. Aber auf jeden Fall sind Key-Monumente zu finden oder Elemente. Orakel wäre Nummer 1. Warum? 2 große Persönlichkeitspunkte des entsprechenden Types. Das heißt, große Schriftstellerpunkte vom Theaterplatz würde zum Beispiel 2 dazu bekommen. Wir kriegen also mehr Schriftsteller. Wir brauchen ja viele große Werke. Wir wollen die Lehrenbringer als unsere Geheimgesellschaft haben, damit wir die Denkmäler oder die Monumente, Obelisken, genau so heißen sie, bauen können, um eben dadurch den Vorsatz zu bekommen. Dann wollen wir noch, das können wir jetzt nicht finden, das Pantheon, was uns auch eben wieder die großen Persönlichkeitspunkte gibt. Im Idealfall finden wir noch Bologna, wo wir auch nochmal die Persönlichkeitspunkte bekommen. Aber wir wollen jetzt nicht übertreiben. Orakel wäre schon mal super, plus eben das Pantheon. Mehr ist erstmal nicht unbedingt drin. Ich überlege hier jetzt, welchen wir nehmen. Pingala geht halt immer, weil Pingala uns auch nachher 100% mehr Großpersönlichkeitspunkte gibt. Aber mit dem Start, den wir hier haben, sollten wir auf Magnus gehen. Einfach um der Shop willen. Also wir haben so viele Shops hier möglich. Die sollten wir auf jeden Fall auch mitnehmen. Und die erste Forschung, können auch ein bisschen auf Heiligendistrikte gehen, Religion versuchen. Allerdings verschwenden wir da unsere Distrikte. Denn wir wollen natürlich, das könnt ihr euch ja denken, auf die Theaterplätze gehen und auf die Unterhaltungskomplexe. Denkt dran, Theaterplätze kriegen jeweils 2 Bonus durch eben die Unterhaltungskomplexe. Das heißt, wir machen hier nachher so ein schönes Format irgendwie. Muss ich mal schauen, wie wir die Städte setzen können. Leider erst da die nächste. Aber ich werde die tatsächlich da hinquetschen. Dann machen wir hier in der Wüste so ein richtig schönes, so eine richtig schöne Ansammlung von Distrikten. Und dann vielleicht sogar tatsächlich hier die nächste auf den Trüffel. Und dann machen wir wirklich hier möglichst effizient, das kann ich auch gleich mal pinnen, Theaterplätze rauskriegen, weil die halt ohne Wunder schwierig sind. Müssen aber auch überlegen, wo setzen wir welche Wunder natürlich hin. Schön, schön. Wir haben ein Relikt bekommen. Hier, das heißt 4 Glauben. Damit konnten wir Pantheon relativ schnell kriegen, wie ihr sehen könnt. Das ist ganz gut. Schade eigentlich, weil da könnte man was Besseres mitmachen, obwohl der Siedler ist schon weg tatsächlich. Also passt schon. Das hier oben wäre es dann. Göttlicher Funke. Dadurch kriegen wir einen großen Persönlichkeitspunkt für jeden entsprechenden Distrikt mehr. Also vor allem Gebäuden, ne? Bibliothek. Das wäre unser Sinn, damit wir möglichst viele große Werke auch raus pushen und pumpen können. Haben auch einen neuen Kontinent entdeckt. Ich gehe einfach mal nach rechts und wollte das auch mal suchen. Müssen jetzt natürlich auf das Pantheon gehen. Von daher passt das nämlich ganz gut. Dann können wir den Außenhandel schneller fertig machen und können dann zu Auckland direkt rüberschicken. Das würde durchaus Sinn ergeben. Und nach dem Schleuder bauen wir natürlich unseren Siedler. Wir haben langsam Wachstum gehabt, weil ich eben dieses Reproduktionsfeld hier benutzt habe. Deswegen war das mit der Banane, bis die in unserem Bereich war, war das etwas langsamer. Als nächstes wollen wir eigentlich dieses Feld hier haben. Keine Ahnung, warum der mir die bescheuerte Jade da geben will. Die will echt niemand. Also nehmen wir den einfach mal, wenn er das nicht, sein Glück nicht selber suchen will. Ist zwar ein bisschen Geldverschwendung, aber ganz ehrlich, 2 Kultur so früh zu kriegen, ist extrem wichtig. Da finden wir den nächsten. Na, das schafft. Oh, er ist sehr, sehr, wirkt sehr aggressiv, finde ich nicht schön. Ja, wir würden uns sehr freuen. Der ist also hier, Sparda ist da hinten. Ja, müssen wir also hier gucken, dass das Gebiet so ein bisschen abstecken, weil wir da unseren Gegner haben. Oh, cool, wir haben unseren dritten Stadtstaat gefunden. Hinten links war noch Mogadischu, hat uns irgendwie gefunden, obwohl wir erst hier vorne sind. Finde ich ganz gut. Damit haben wir schon mal unseren Boost für unsere neue Regierung. Das wisst ihr ja, das ist immer sehr, sehr wichtig. Wir haben ja auch noch eine kleine Hut. Dann können wir eigentlich wieder zurückgehen. Wir haben die 3 Stadtstaaten. Wir haben unseren ersten Gegner gefunden. Mal schauen, was hier so in der Nähe ist, damit wir nicht nachher von Barbaren überrannt werden oder gute Siedelpositionen übersehen. Wir sind ein wenig später und ja, die KI mag uns einfach nicht. Ich weiß auch nicht. Die sind halt irgendwie hasserfüllt. Baut hier auch schon die Pyramiden. Kann ich also vergessen. Hatte ich überlegt, drauf zu gehen. Ah, sehr falsch geforscht im Endeffekt.
Machen wir 3 Städte, weil ich genug Geld habe, wie ihr sehen könnt. Der hat halt so viel Geld, der kann uns das in den Rachen schmeißen. 2 Luxusressourcen verkauft und deswegen konnten wir uns einen zweiten Siedler kaufen. Was schon mal in der 34 Runde nicht schlecht ist. Ich werde gleich auch einen dritten Siedler kaufen, damit wir hier wirklich einen Fortschritt haben. Ja, und ich baue hier gerade schon mal, ihr seht ja, ich habe ein bisschen was gewerkelt hier. Einfach diese Theaterdistrikte auch nochmal ordentlich zu pushen. Ich würde dann auch hier den Theaterdistrikt noch hinsetzen von der dritten Stadt, von La Rochelle. Ist natürlich sehr, sehr schwer, aber kann man theoretisch schon machen. So ist es nicht, ne? Der dritte Unterhaltungsdistrikt würde dann hier hingesetzt werden von der Stadt. Ich muss aufpassen, dass ich die richtige Städte mache. Hier muss ja noch eine Stadt hin. Und dann könnte ich den anderen Unterhaltungsdistrikt hier hinsetzen oder auf was anderes spezialisieren. Wenn wir nicht diesen ganzen Kram haben, dann haben wir sehr viel Boni an großen Persönlichkeitspunkten. Das heißt, wir könnten auch so einen Handelsdistrikt einmal bauen, einen Campus, um halt wirklich diese Vorteile voll auszukosten. Und ich werde jetzt auch hier ordentlich shoppen. Ihr habt da schon gesehen, da shoppe ich weg. Ich shoppe jetzt den ganzen Wald hier weg. Nachher auch, wenn Bronzeverarbeitung durch ist, den ganzen Dschungel, sodass wir möglichst schnell auch wirklich das Orakel rausbekommen. Könnt ihr mal sehen, wie viele Runden das wegbringt. Von 25 auf 21, also 4 Runden, das ist schon ziemlich ordentlich. Sollte man eigentlich ein bisschen später machen, aber wir haben so viel zu shoppen, da ist das, glaube ich, ganz okay. Zweite Kontrahentin. Elisabeth, die erste vom Englischen Reich. Passt also ganz gut. Frankreich gegen England. Ist doch immer eine super Kombination. Die Klassik erreicht mit einem schönen goldenen Zeitalter. Perfekt, weil ihr wisst ja, was man nimmt. Monumentalität ist immer essentiell. Kann ich euch nur empfehlen, das immer mitzunehmen, damit wir jetzt auch wirklich den Vorteil haben, nämlich noch mehr Siedler zu holen. Ich habe schon den nächsten gekauft. Der bewegt sich jetzt in dieser... Naja, es wird zugegebenermaßen keine gute Stadt sein. Aber da ja Eisen ist, ganz nett. Der Rest ist halt einfach nur, um hier nochmal ein bisschen... was zu pushen. Wir haben noch keinen Distrikt gebaut. Das wird auch noch ein bisschen dauern, weil uns eben die Priorität hier ist, tatsächlich unser Orakel fertig zu bauen. Das dauert halt einfach noch. Wir gehen jetzt rund und shoppen hier alles frei, damit das funktioniert. Und ich habe Anansi gebaut, wie ihr sehen könnt, um hier so ein paar, sag ich mal, Ressourcen aus dem Weg zu räumen, die KI ja bestimmt auch nicht mehr braucht. Von daher, Anansi klaut ja eben die Ressourcen, zerstört sie tatsächlich und dafür kriegen wir Kultur und Wissenschaft, was natürlich sehr, sehr gut ist, um so ein bisschen Vorteil zu kriegen, weil wir nämlich schon, ihr seht es, recht weit abgeschlagen sind. So, und jetzt letzten Shop und dann haben wir unser Orakel fertig. Ja, 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 okay. Die will auch gerne Wunder bauen, das freut mich sehr für dich, interessiert mich aber ein ist mir nicht ganz so wichtig. Haben wir das Orakel schon mal fertig, das heißt, erster Punkt voran. Wir haben jetzt auch Theaterplatz durch, das heißt, wir können jetzt auch direkt loslegen. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht falsch bauen. Unsere Stadt wird oft im Eisen sein. Ja, ist nicht ärgerlich, dass da noch ein Eisen ist. Aber egal, werden wir trotzdem so nehmen, weil wir eben die Planung haben, hier unser Distrikt zu bauen. Den würde ich auch direkt anfangen. Dauert natürlich Jahrzehnte hier. Das heißt, wir setzen jetzt hier endlich mal unseren Distrikt hin, gucken, dass alles richtig ist. Und dann hätten wir auch schon den zweiten Distrikt zumindest im Bau. Ne? Das ist ja immer das Wichtige. Meine, wir können hier auch schon mal ein paar Handwerker bauen, um das Ganze zu pushen oder eben auf den Siedler gehen, um hier nochmal weiter uns auszubreiten. Denn die KI ist nah, das ist sehr gut. Wir wollen ja eine nahe KI haben, damit wir sie auch wirklich übernehmen können. Einige Runden weiter. Wir haben unseren ersten Distrikt oder ersten Distrikt durch. Wir haben auch schon den nächsten platziert hier und können auch bald hier den nächsten hier und hier platzieren, wenn die Bevölkerung stimmt. Dauert noch ein bisschen. Und fast alles geht gerade nur auf Barbarenjagd. Ich musste hier auch mit meinem Siedler spielen, weil hier oben wieder Chaos pur ist. Da konnte ich leider nicht hingehen. Ich versuche dann nachher nochmal hinzugehen mit dem nächsten Siedler, den wir uns momentan wirklich super kaufen können. Die ganze seht ihr hier. Wieder für 560 kann ich mir einkaufen und bringen den Siedler dann direkt hier hoch. Und damit auch eigentlich schon mal England wirklich im Griff zu haben, weil wir die ja jetzt richtig schön umkesseln, wenn wir das hier hinkriegen. Vielleicht dann noch hier an dem Punkt, der hier noch ohne Wasserversorgung ist und dann haben wir genug, um sie wirklich unter Druck zu setzen und hoffentlich auch zu beseitigen. Anansi hat uns auch einen ordentlichen Tech-Boost gegeben, ist auch schon mal sehr, sehr gut. Und die beiden sind übrigens, ach, die sind sogar, der ist sogar mit 2 Leuten im Krieg, das ist natürlich perfekt. Wenn sie sich gegenseitig bekriegen, ist natürlich für uns ideal als so ein Minnesänger und Barde. Wir wollen ja nur die Welt mit Musik füllen und nicht irgendwelche Kriege führen. Also von daher, da hätten wir unseren ersten großen Schriftsteller. Ihr seht, wie viele Punkte wir kriegen, 6 pro Runde. Wir haben einen Gegner nur mit 1,1. Wir kriegen auch schon Künstlerpunkte 2 Stück, 2 Musikerpunkte. Wichtig wäre noch sowas wie so ein Ingenieur, damit wir die konstant buffen können. Aber Ingenieur gibt uns einfach mal so einen ordentlichen Boost, den wir auf jeden Fall gebrauchen können, weil die Städte hier jetzt nicht die überragendsten Produktionsstädte sind. Aber es kommt langsam zusammen, es dauert halt lang. Ne? 65. Runde ist halt, es ist halt nicht schnell, ne? Aber es macht halt sehr viel Spaß, wenn es dann nachher plopp macht. Da haben wir unsere letzte Videosache gefunden, ein Singer. Und hier ist unser letzter Widersacher. Die scheint auch im Krieg zu sein mit Nadasha. Ja, okay. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Seht, der ist auch recht... Ich finde sogar, er hat sich recht friedlich ausgebreitet. Ich weiß nicht, ob der direkt Angst vor uns hat. Also sie ist auch recht friedlich. Ich finde kein Vorwortzetteln hier und so. Kann ich gut mit leben, wenn ihr mal seht, was wir schon haben. Wir haben schon 6 Städte hier. Breiten uns ordentlich aus. Recht friedlich, was die da machen, muss ich ganz offen sagen. Gefällt uns ganz gut. Aber gut, wir sind ja auch nur Baden, ne? Was machen wir auch Böses? Gar nichts. Und da haben wir schon einen zweiten... Wie viele Runden sind das später? Ich glaube, 6 oder so. Also es geht jetzt Schlag auf Schlag mit 10 Punkten pro Runde. Ihr könnt euch denken, dass das natürlich ordentlich eskaliert. Damit können wir auch schon mal direkt unser erstes hier thematisch machen. Zack. Und schon
Motte drin. Es wird jetzt so sein, dass wir, glaube ich, alle 6 Runden jetzt tatsächlich einen Schriftsteller bekommen, was natürlich sehr cool ist. Wir wollen natürlich ein bisschen diversifizieren, aber ich denke, das ist schon mal das Wichtigste, dass wir hier einfach jetzt konstant wirklich pushen. Der Pers ist halt noch so weit weg. Ich meine, es ist ja nett, dass er mich nicht vorwärtszettelt hat. Also ist ja wirklich Richtung Kongo gegangen. Aber es ist natürlich für uns blöd, dass er so weit weg ist, weil es viel mehr Arbeit bedeutet. Wir müssen auf jeden Fall hier noch alles besiedeln. Das nächste Zeitalter ist leider ein normales geworden. Ich konnte aber nicht viel gegen machen, aber wir haben den nächsten Schriftsteller. Das ist ja immerhin etwas. Unser Platz wird langsam aber eng. Das heißt, wir müssen auch langsam mal ein paar Amphitheater bauen und am besten eben auch schon direkt auf Kunstmuseum forschen, damit wir da schon mal einen direkten Fortschritt haben. Gehe ich aber drauf. Chateau kommt dann auch noch online, was, ja, es ist okay, ne? Also, da ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie ein großes Fest feiere, wenn ich das baue. Das passt hier erstmal. Ihr seht, der Druck von Nadashar wird höher. Und ja, wir haben Magnus momentan eh nichts zu shoppen, dann kannst du einmal hier rüber gehen. Ich glaube nicht, hier wollte ich erstmal alles so lassen, wie es ist. Ich hätte gern Herkules halt, ne, für so einen Distrikt hier. Finde ich das eigentlich auch ganz cool. Ich werde auf jeden Fall hier meinen Campus bauen, wenn wir schon in den Bergen sind. Und dann mal schauen, wie wir da vielleicht noch einen Vorteil daraus schlagen können. So, mit Humanismus können wir jetzt Chateau bauen, wie gesagt. Und wichtiger natürlich Archäologisches Museum und das Kunstmuseum. Wir sollten alles auf Kunstmuseen setzen, würde ich sagen, aus vielleicht 1, um einfach den Boost zu bekommen. Weil wir halt, ihr seht ja, jetzt wieder Punkte kriegen würden und wir haben ja eh schon viel zu viele Punkte, was natürlich ein Luxusproblem ist trotzdem. Es sind halt tatsächlich viel zu viele Punkte. Deswegen würden wir es wahrscheinlich eher anders machen. Ich muss ja auch unbedingt mal langsam was bauen, aber ich kann mich irgendwie nicht entscheiden, was ich setzen will. Aber ihr seht, unser Platz ist sehr eng dafür, dass wir die alle, ja, ihr seht es ja, 3-4 Runden bekommen. Man müsste aber langsam auch ein bisschen Druck ausüben. Minus 10 haben wir momentan. Und ich müsste auch mal einen Regierungsbezirk einfach irgendwo hinklatschen, nur um diese Kapelle zu bauen. Also am besten wäre eigentlich hier die Stadt, weil wir da am meisten erreichen können. Das heißt, wir machen hier irgendeine Gammelstadt und ballern da einfach dann dieses Regierungsplatz mit dem, ihr wisst schon was, wo man die verschiedenen Plätze halt hat vom Mittelalter, ja. Wir pumpen jetzt auch ordentlich Ingenieurspunkte. Wir kriegen leider ein absolutes schlechtes RNG. Erstmal hatte ich eben einen Distrikt erhöht, den habe ich jetzt genommen, aber den hier noch zu bekommen, ist nicht beschissen. Ich würde gerne unbedingt, natürlich wisst ihr ja, die Wunder pushen. Ja, und 14 Punkte pro Runde haben wir mittlerweile bei den Schriftstellern. 14 ist auf jeden Fall deutlich mehr. Ihr seht das 7-fache von den Gegnern. Ja, in England hat es über 3,4. Da kann man gut mitarbeiten. Bei den Künstler natürlich ähnlich, obwohl nur 5 Punkte. Ich würde gerne, wie gesagt, noch auf den Handelsdistrikt gehen, aber ich habe Herkules gefunden, deswegen muss das erst noch warten. Ihr wisst ja, was Herkules bedeutet. Distrikte en masse, und das ist natürlich super. Der Herkules regelt wieder mal, das heißt den blöden Unterhaltungsdistrikt, der uns, weiß nicht, wie viele Runden dauern würde, wenn man einfach so vervollständigen. Ihr seht, jetzt haben wir ein tolles kleines Kreis. 10er Distrikt, ist natürlich ein bisschen exzessiv, aber schon irgendwie cool. Und 5er und 5er und, ja gut, ein 3er ist jetzt nicht beeindruckend. Mal schauen, ob wir vielleicht noch ein Wunder hier hinbauen oder sowas. Oder halt noch ein Unterhaltungsdistrikt, vielleicht von der Stadt hier. Aber so ein 10er Distrikt, da kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Und es auch über mehr Punkte natürlich durch unsere, ihr seht diese Karte hier, 23 Ästhetik. 100% mehr Nachbarschaftsbonus. Der pusht halt nichts. Irgendwie kriegen wir sogar hier die Rebellion. Ja gut, wir sind natürlich auch innerhalb von diesem Triumvirat nicht so gut. Aber ihr seht, 13. sind wir. Wenn wir jetzt hier vielleicht noch was ausbauen würden. Es geht voran, sagen wir mal so. Das ist ja eigentlich das Wichtigste, dass es so ein bisschen vorangeht. Vor allem uns auch der Perser in Ruhe lässt. Ihr seht aber, Victoria hat natürlich verdammt viel Militär. Und die wird das bestimmt auch irgendwann mal gerne einsetzen wollen. In der Renaissance sind wir wieder im goldenen Zeitalter. Wir haben Petra auch endlich fertig, was auch sehr gut ist. Müssen wir mal einen Bonus dazu. Und ja, wir können wieder Monumentalität nehmen. Würde ich sagen, nehmen wir auch nochmal, auch wenn ich jetzt noch gerne Helden wiederbeleben will. Langsam kommt was. Wir haben jetzt ein goldenes Zeitalter, das ist natürlich eh wichtig als Push. Und wir sehen, bei Victoria hat sie halt ein dunkles Zeitalter. Das heißt, wir müssen jetzt hier ordentlich reingehen. Ich muss mir das Gebäude eigentlich kaufen. Das ist halt einfach viel zu langsam. Aber sie kann natürlich auch sein, weil sie hat schon Musketenschützen, dass sie uns jetzt auch gleich angreift. Vielleicht sollte man dann auch zuerst mal auf Musketen gehen, bevor die uns nachher überrennt. Weil es sieht ziemlich so aus, wenn die uns bald einen Krieg erklären wollte. Was nicht unbedingt jetzt unsere Idealvorstellung von einem friedlichen Miteinander wäre. Bin hier den nur nochmal zum Ritter upgraden, ein bisschen mehr Damage zu haben. Mit unserem Perser-Freund bleiben wir natürlich weiterhin aktiv, das ist klar. Nur sie hat halt mittlerweile 671 Militärstärke. Sonst sieht es natürlich super aus. Also wir haben jetzt, müssten zwar unendlich noch auf unseren Ingenieur warten, das ist sehr schade. Aber alles andere pumpen wir halt wirklich raus wie sonst was. Was uns halt jetzt noch fehlt, ist hier der Regierungsbezirk noch immer. Aber ich muss jetzt erstmal schauen, dass die Stadt auch überhaupt überlebt. Hier haben wir jetzt alles gesichert. Ansonsten relativ wenig spektakulär, eben weil wir noch auf diesen Moment warten, wenn alles plopp macht. Das heißt, wir brauchen dieses Kunstmuseum oder archäologische Museum, damit wir hier auch wirklich mal ein bisschen Gas geben können. Wir können sonst mal jetzt mit dem neuen Punkt nochmal draufgehen. Jetzt haben wir hier einen 7, einen 10er und einen 5er. Ich brauche hier noch Kilwa Kisivani, um eben das Ganze nochmal zu pushen. Da oben habe ich jetzt einfach mal einen Handelsdistrikt gebaut. Ich dachte, komm, das ist eigentlich Schwachsinn, weil jetzt haben wir 3 Distrikte. Jetzt muss ich hier auf jeden Fall einen Distrikt oder ein Wunder bauen. Sonst war das irgendwie komplett sinnlos. Da habe ich mir auch irgendwie
nicht so richtig überlegt. Gute Victoria hat uns, nee, Elisabeth, Entschuldigung, hat uns auch denunziert. Ja, die ist auch recht mächtig, wie wir sehen können, und hat hier ordentlich Griff. Vor allem diese blöden Mönchskrieger sind sehr stark. Aber auch drei Ritter. Ah, aber wir haben Fortschritt. Ihr seht es, noch drei Runden, dann haben wir eine neue Stadt. Bristol. Das heißt, dann wird auch langsam der Druck erhöht, wenn wir dann Bristol auch noch große Werke absetzen. Weiß ich nicht. Außerdem ist der Nader Shah und auch die Nzinga so krass. Die haben so viel, die sind noch an unsere Kultur ran. Finde ich echt bemerkenswert, kann man sagen, aber auch sehr schade. So, und jetzt nächste Runde haben wir unsere erste Stadt und Manchester, wenn ihr guckt, auch schon nur 0,5 Loyalität. Problem wird der Krieg wahrscheinlich sein. Ich baue ja gerade noch oder pumpe hier gerade auf die Schießpulvereinheiten. Muss hier aber dringend nach oben unbedingt vor Salpeter abzubauen, damit wir auch wirklich was upgraden können. Sonst pumpen wir halt wirklich große Persönlichkeit. Ich kann halt nicht mehr alles zeigen. Wir kriegen leider die schlechtesten Ingenieure, aber ihr seht, England kommt halt nicht mehr ansatzweise. Wir haben 14 pro Runde, die haben 1. Das heißt, die bräuchten 173 und wir 16. Dann kriegen wir auch endlich mal einen, der uns Wunder pusht. Halleluja. Hat auch lang genug gedauert, ehrlich gesagt, weil ich will hier eigentlich Eremitage und so weiter alles haben. Unsere Hauptstadt kann das auch gut bauen, kann man dazu sagen. Aber ja, ich hätte es halt gerne gepusht gehabt, damit man das halt auch ein bisschen flotter bekommt. Und damit ist Bristol unser Batz. Das ging doch mal super schnell. Das müsste auch Manchester fallen. Ja, ihr seht's. Jetzt geht's los. Wir sind jetzt endlich dabei. Die Hauptstadt ist auch schon nur bei 13 Loyalität. Wir haben ja nicht mal angefangen, irgendeine Stadt zu verbessern. Und Manchester ist bei, wie gesagt, minus 12. Das sind 9 Runden. Das ist ganz gut. Und da haben wir auch schon noch 8 bei Liverpool. Das heißt, wir sollten jetzt theoretisch loslegen und schon mal die gute Elisabeth, ich will immer Victoria sagen, schon mal verschlucken. Das wäre natürlich ideal. Aber ihr seht nochmal die Einheiten, die hat. Wenn die sich entscheidet, uns den Krieg zu erklären, haben wir tatsächlich ordentliche Probleme. Da sind wir ein paar Runden weiter. Wir haben Musketenschützen jetzt upgradet. Das heißt, wir sind eigentlich hoffentlich in Sicherheit, auch wenn die Armeen trotzdem noch beeindruckend sind. Aber ihr scheint auch egal zu sein, dass sie gerade die Städte verliert. Denn in 2 Runden ist die nächste Stadt dran. Hat länger gedauert, weil sie hier noch Moksha reingesetzt hat und ich glaube auch mehr Bevölkerung hatte. Aber ihr seht, der Druck ist eigentlich unaufhaltsam. Ich habe auch noch nicht mal hier unsere Gesandte hier rüber geschickt. Die habe ich momentan noch in Taruga, damit wir da so souverän sind. Die würde aber auch jetzt schon Loyalität senken. Wäre also auch natürlich sehr vorteilhaft. Ich will aber tatsächlich Taruga noch behalten, weil wir forschungstechnisch halt so weit hinten sind. Lass uns diese 5% für jede ausgebaute strategische Ressource halt schon ganz gut helfen können. Ob das jetzt langfristig sinnvoll ist, weiß ich nicht. Momentan lassen wir es aber so, weil ich glaube, wir schaffen es auch so, jetzt erstmal die ganze Sache zu pushen. Ihr seht es bei der Hauptstadt. Ne? Ich möchte mal betonen, Hauptstadt. 6,8 nur. Das ist schon extrem, extrem wenig. Das ist schon gut für uns. 10 hier hinten und da hinten 20. Da seht ihr halt den Unterschied. Ne? Die Hauptstadt müsste eigentlich über meisten haben. Aber unser Druck ist halt immens mittlerweile. Und ich baue hier natürlich noch weiter aus. Wir haben ja nicht mal die Kunstwerke mit drin und so weiter. Was wir auch noch machen können, ist so ein bisschen die großen Werke kaufen. Denn die KI ist da manchmal so ein bisschen... Ja, die macht das auch mal schon mal gerne. Ah ja, hier, guck mal. Das wird ja auch noch abgeben. Zu wahnsinnig. Kostet mir natürlich 17 Gold pro Runde. Aber ganz ehrlich, guckt euch das mal an. Durch die ganzen Verkäufe, die wir ständig tätigen hier. Durch unseren super Quick Deal. Holt euch den Mod, der ist der beste, den es gibt. Da könnt ihr diese ganze Tedious erhöhe bis zu einem gewissen Wert. Und guckt, ob die KI das noch annimmt. Verhindern und könnt einfach direkt die besten Deals bekommen, ohne da großartig drüber nachzudenken. Und nein, das ist kein Cheaten, das ist einfach Lebenszeitmaximierung, nenne ich es mal. Von daher sehr gut, kann ich euch nur durchaus ans Herz legen, das zu tun. So, schauen wir uns das Spektakel an. Boom, da ist Manchester unser. Die zweite Stadt und perfekt, die hat einen Theaterplatz mitten im Unterhaltungsdistrikt. Oh, das ist so gut. Oh mein Gott, das ist das Beste, was wir haben können. Das heißt, damit seht ihr schon, jetzt geht die Loyalität von allen Städten runter. Ah, ich liebe diesen Effekt so sehr. 144. Runde ist mir noch ein bisschen langsam, aber es ist trotzdem ein super Effekt. Sowohl Liverpool als auch London werden jetzt fallen. Wir haben, wie gesagt, noch nicht mal das Ganze hier vollgeschickt. Manchester ist noch frei. Das heißt, wir können jetzt einfach hier einmal schön rüberziehen. Ey, aber nee, das muss schon thematisch sein. Und können auch noch eigentlich das Kunstmuseum vollstopfen hier. Obwohl Amboise ja auch schon den Druck auslöst. Aber wir haben zum Beispiel hier mit unserem... Kauften noch, können wir auch noch hier reinpacken. Ob wir das Motto haben oder nicht, ist eigentlich komplett egal. Es geht nur darum, den Druck zu maximieren. Aber natürlich mit Manchester, weil es genau das hat, was wir brauchen, könnten wir natürlich jetzt richtig, richtig ekelhaft steil gehen und damit die KI, also die Elisabeth, komplett hier aus dem Leben, ja, singen. Ne? Wir singen ja nur. Wir machen nichts Schlimmes, wir singen ja nur ein bisschen. Ne? Das ist ja klar. Aber komplett aus dem Leben singen. Einfach herrlich. Genauso, wie es sein muss. Und ihr kennt das ja, wenn man mit Drohnen über Gebiete fliegt und dann trifft man nebenbei eine Schule, dann ist es halt auch manchmal so, dass Auckland dann eben auch fallen muss. Ne? So ist es halt. Denn auch Auckland hat keine Moral mehr, kann unseren Druck nicht mehr standhalten. Das heißt, auch in 6 Runden werden wir diesen Stadtstaat haben. Und ja, den nehmen wir auch. Ja, der Bonus von Auckland ist eigentlich ganz cool. Da haben wir nämlich Felder mit flachem Wasser, haben mehr Produktion. Ihr seht das mal, wenn ihr hier unten guckt. Das ist schon sehr saftig. Also das sind wirklich super Dinger. Die konnte ich jetzt noch nicht upgraden, weil die ganze Zeit Barbaren hier rumgeschwommen sind. Ich
keinen Bock hatte, mich darum zu kümmern. Aber ihr seht, was das für ein Feld ist. Jetzt schon sehr gut. Das ist halt schade, das werden wir dann verlieren, muss man einfach sagen. Aber das ist halt manchmal gibt es halt einfach Kollateralschaden. Ne? Das ist einfach so. Ich möchte übrigens nochmal auf die Zahlen verweisen, die wir haben. 38 Punkte für Schriftquellen. Nochmal, ich hatte mal 70, aber 38 schon sehr gut. Ich glaube, 70 war aber auch mit irgendwelchen anderen Mods oder ich weiß nicht genau. Oder habe ich noch was Optimiertes gemacht? Egal. Also 38 Schriftstellerpunkte, 24 Künstler und schon 10 Musiker, obwohl wir noch nicht mal Funkwesen haben. Wir kriegen auch 9 Händler, auch da sind wir natürlich am schnellsten. Auch ja, hier kann keiner mehr mithalten eigentlich. Ihr seht das hier. Also Ingenieure kriegen wir auch mittlerweile 16 Stück. Ja, das ist schon echt richtig gut. Aber ihr seht einfach, was für Punkte wir generieren durch dieses Pantheon und das Orakel. Das ist schon echt abartig. Auch wenn ich trotzdem sehe, dass die KI natürlich schon noch mithält. Das sollte sich aber jetzt, wenn wir dann langsam mal Elisabeth geschluckt haben, sich dann doch langsam mal ändern. Da müssen wir nur gucken, wie wir das bei Nader Shah halt angehen. Ja, bau hier bitte eine Stadt in Nader Shah. Das fände ich perfekt. Ja, das wäre für uns tatsächlich Best Case, den wir haben können. Tja, und da geht Auckland dahin. Ja, ja, nerv mich nicht. Da geht Auckland dahin. Ah, es war schön mit den Flachwässern. Jetzt seht ihr, das Feld ist mal kurz um 2 gefallen von Produktion her. Aber ganz ehrlich, ich liebe Städte. Es ist halt einfach schön. Ne? Ich mag Städte. Hat leider keinen Theaterdistrikt, deswegen absoluter Fail. Auckland nächstes Mal ein bisschen mehr bemühen, wäre ganz gut. Aber ja, wir können uns ja einfach hier noch einen Theaterdistrikt hinbauen und hier noch einen Unterhaltungsdistrikt. Dann haben wir noch ein ganz nettes Gebiet, würde ich sagen. Mal gucken, wenn jetzt Liverpool nächste oder übernächste Runde fällt und London ist auch gleich schön dran. Dann gehen wir ja Richtung Plymouth über. Und dann müssten wir, ja, Sparta steht sehr blöd, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Da müssten wir langsam aber sicher hinkommen. Vielleicht müssen wir echt noch hier eine Stadt hinquetschen und da noch einen Distrikt dazu setzen. Unten könnten wir auch noch aufs Eisen vielleicht, wäre noch eine Option. Ja, denkbar auf jeden Fall. Und dafür ist mir aufgefallen, Armani war gar nicht bei Taruga, sondern bei Auckland. Das ist perfekt. Also genau wie ich es geplant habe. Das war natürlich nichts anderes. Das heißt, wir konnten da jetzt unseren Druck oder können den Druck jetzt noch erhöhen. Das ist natürlich eine Win-Win-Situation sozusagen. Ja, und damit haben wir auch Liverpool in unseren Fittichen. Aber wir haben Krieg erklärt bekommen. Aber ich glaube, nicht mehr uns wurde Krieg erklärt, sondern die hat tatsächlich Nader Shah den Krieg erklärt. Das ist natürlich sehr ärgerlich, dass wir jetzt damit reingeraten, obwohl sie uns nicht mal den Krieg erklären wollten. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Gut, aber andererseits, sie kann jetzt nicht viel machen, dass ihre Hauptstadt fällt. Von daher weiß ich nicht, wie sinnvoll das jetzt für sie sein wird. Den Nader Shah den Krieg erklärt. Ja gut, ich habe ja mit ihr gehandelt. Vielleicht, die liebt ja sehr, dass man mit ihr handelt. Vielleicht liegt das daran. Aber an sich hätte ich, glaube ich, mir eher den Krieg erklärt, wenn mir jemand alle Städte wegnimmt, würde ich eher sagen, ja komm, finde ich jetzt irgendwie nicht so cool. Vielleicht könntest du das mal sein lassen. Aber gut, das muss sie ja selber wissen. Das Problem ist natürlich Bombarden. Autsch. Das ist nicht gut. Bombarden sind gar nicht gut. Ich habe zwar hier so einen Chor an Armbrustschützen, das heißt, wir können da schon mal ein bisschen was gegen machen. Muss aber dann unbedingt nochmal gucken, dass ich noch ein Musketier mehr irgendwie hole. Kann ich aber natürlich, indem ich so mache. Jetzt einfach mal schauen. Und zwar können wir einfach mal hier. Die diplomatische Gunst, wisst ihr ja, wenn ihr das Spiel schon kennt, ist natürlich kompletter Schwachsinn. Deswegen lasst es einfach. Und dann können wir uns hier einfach noch mehr Geld holen. Dann nehmen wir die Jade. Die will aber keiner haben. Sehr schade. Aber jetzt seht ihr, wir haben 1200 Gold. Das heißt, wir kaufen uns ein Musketier. Wenn dann gleich einen Chor draus machen, dann sollten unsere Städte noch stärker sein. Wenn wir aufs Eremitage haben wir hier bekommen. Natürlich hier mal das nur in so starken Städten bauen. Das können wir jetzt nicht in die Front bauen. Hält hier auch Slots halt für große Werke. Kommen wir aber leider nicht in unsere ganz schwachen Städte, weil auch den Ingenieur, den ich jetzt bekommen habe, den kriegen wir halt, der kriegt da guckt was das an. Gut, das sind jetzt 20 Runden, sieht gut aus, aber hat auch 50 Runden vorher gedauert. Na, jetzt nicht direkt in Panik ausbrechen. Das war schon tatsächlich nichts so besonders, wie es vielleicht dann scheinen mag. Und übrigens hat Elisabeth uns einfach ignoriert und ist einfach hier Richtung Süden gezogen. Kann ich mit leben, um ehrlich zu sein. Von daher passt das. Und nächste Runde ist die Hauptstadt von ihr auch dran. Dann ist sowieso eigentlich alles für sie vorbei. Und ich kann auch mit Herkules hier einfach mal die Bombarde schon mal wegklatschen, dass die uns schon mal nicht mehr auf den Nerv geht. Da Herkules auch keine Ladung mehr hat, ist er für mich jetzt auch nicht mehr so wichtig. Er ist eher nur noch so, ja, Verbrauchsmaterial. Hört sich nicht nett an, aber so ist Civilization halt. Also in Wirklichkeit auch und im Spiel. Und damit fällt London. Kriege wird rausgeschmissen, haut direkt mal auf London ein aus Wut. Kann ich verstehen. Kann ich ganz ehrlich, muss ich sagen, auch einfach verstehen, dass man, wenn man aus seinem Haus rausgeschmissen wird, weil die Leute die Barden von Frankreich so sehr feiern, da würde ich auch mit meiner Keule erstmal auf die Stadt eindreschen. Vor allem, sorry, aber England. Kriegerkorps, willst du mich veralbern? Das ist ja komplett Schwachsinn. Aber gut, die KI macht, was die KI macht, das ist nun einfach so. Nur noch Leeds wird oben übrig bleiben. Plymouth ist jetzt auch schon gleich unser. Der verzweifelte Krieg von Elisabeth geht weiter, aber sie führt Krieg gegen etwas, das kann sie nicht bekämpfen. Und das nennt man Kunst, Kreativität, musikalische Inspiration und auch manchmal frivole Trinklieder. Und das versteht sie nicht ganz, deswegen läuft sie mit ihren Einheiten hier chaotisch durch die Gegend und denkt sich, warum werden meine Städte übernommen?
Ja, und ich kann es dir erklären, die werden übernommen, weil wir so schöne Lieder singen. Anansi versucht hier noch irgendwie die Ressourcen abzubauen, wird allerdings die ganze Zeit von irgendwelchen unhöflichen Gegnern hier belästigt, weiß auch nicht warum. Na, da schade, ich schon Angst gehabt, dass wir keine kein Bündnis mehr haben, aber doch, er will noch mal ein Bündnis haben. Kriegen hoffentlich für ihn ein richtig schön dunkles Zeitalter, ich befürchte aber nicht, weil er noch immer sehr viel Wunder gebaut hat. In 7 Runden ist es soweit, wir haben unser goldenes Zeitalter, ist auch essentiell, dass wir das auch jede Runde jetzt bekommen. Haben auch jetzt auch unsere erste Armee. Warum ist das wichtig? Ja, einfach damit unsere Städte mehr Verteidigung haben, falls nochmal ein Angriff kommt. Aber gut, Elisabeth ist ja Geschichte. Auch falls Nadascha sich entscheidet, uns doch noch anzugreifen. Denn gewonnen haben wir ja jetzt noch nicht. Dann haben wir zumindest schon mal gut Verteidigung. Ich erforsche auch auf jeden Fall langfristig hier noch die Feldkanonen. Habe ich jetzt momentan wieder abgestellt, weil momentan sind wir sicher eigentlich. Aber ich kann dann natürlich noch einmal so eine schöne Armee von Feldkanonen haben, sodass wir auch eigentlich relativ gut gegen alles, was sie uns entgegensetzen können, dann klarkommen können. Von daher ist das auf jeden Fall die beste Methode. Und damit fällt auch Limiv in unsere Hände, wenn denn die Einheit mich mal in Ruhe lassen. Da seht ihr es. Und damit bleibt nur noch Leeds für die Elisabeth übrig. Das ist natürlich sehr erbärmlich. Aber es fällt noch nicht, weil wir noch zu weit weg sind. Das ist natürlich auch wieder blöd. Und wir haben hier keinen Theaterdistrikt. Heißt, das wird ein bisschen Arbeit kosten, bis wir da wirklich irgendwie einen Vorteil kriegen. Übrigens schon wieder einen armen Krieger aus seinem Haus geschmissen. Das ist schon ein bisschen gemein, muss ich sagen. Finde ich echt gemein. Aber ein goldenes Zeitalter in der Schar, leider kein dunkles, sondern ein normales Zeitalter. Bei Elisabeth natürlich ein dunkles, könnt ihr euch ja vorstellen. Keine Monumentalität mehr. Ja, Leeds müssen wir jetzt noch hinkriegen. Das ist nicht mehr viel, hat nur 0. Das heißt, wir müssen bei Plymouth nur irgendwas noch gebacken kriegen. Leider haben die hier halt tatsächlich die Distrikte weggemacht. Da wäre tatsächlich dieser Mod nicht schlecht, wo man Distrikte zerstören kann. Das wäre recht intelligent gewesen, hätte ich mir den installieren. KI stellt die ja eh manchmal ziemlich oft sehr bescheiden. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie kriegen wir jetzt die Nahrung rein, dass wir das irgendwo gebacken kriegen, hier noch einen dritten oder vierten Distrikt. Dritten Distrikt, also zumindest von Limitierungen her, zu bauen. Das kann ein bisschen dauern. Ich habe ja schon mal sonst was reingestellt. Und ich habe auch noch einen Siedler unterwegs. Den könnte man natürlich auch hier hinschicken für Leeds. Aber Leeds ist jetzt so Nebensache, das kriegen wir schon. Wir müssen halt jetzt hier Sparta hinkriegen. Und er hat 22 hier. Dann hat der Tusper und hat sich leider auch hier unten noch was gebaut. Das können wir natürlich ohne Probleme brechen. Also das wird nicht das Problem sein. Das war ein sehr, sehr großer Fehler von ihm. Das heißt, wir haben da jetzt gleich einfach mal umsonst sozusagen eine Stadt. Ihr seht schon 1,1 und wir haben ja nicht mal großartig irgendwie gepimpt. Wir bräuchten einen neuen Herkules auf jeden Fall. Der kostet aber zu viel, um hier auch diesen Distrikt mal fertig zu kriegen. Weil 37 Runden ist dann doch ein bisschen lange. Wir sind einige Runden weiter. Ich habe hier auch jetzt Kunstmuseum gebaut. Ey, aber diese Stadt, die will nicht so richtig. Minus 4,9, okay. Aber dass sie noch immer so durchhält, ist kein gutes Zeichen. Weil dann sind die anderen Städte natürlich auch extrem schwer zu brechen. Wenn hier unten ein paar Sagarde zum Beispiel konstant von dem isländischen Vulkan, den ich lieber den Namen nicht ausspreche, konnten mal, aber jetzt nicht mehr, zerstört. Aber reicht trotzdem, weil halt diese drei Riesenstädte hier da sind. Der Rest ist ja nicht so beeindruckend. Aber diese drei hier machen das natürlich echt schwer, da so einen Durchbruch zu erringen. Ansonsten habe ich hier jetzt auch einen Theaterplatz schon mal reingequetscht in dieser komischen Stadt, die ich hier noch gebaut habe. Anders ging es halt nicht. Hier oben Liverpool kommt auch bald einer online, hier genauso bei Auckland. Müsste dann als, sag ich mal, Fernkampf-Artilleriegeschoss der Musik durchaus möglich sein. Aber wird, glaube ich, schwer. Vor allen Dingen, da wir wirklich langsam gewinnen. Selbst Nader Shah kann da nicht wirklich mehr so mithalten. Auch Singa macht gut mit. Wenn er jetzt schwächer wäre, dann hätten wir eh schon gewonnen. Aber so sind wir schon bei der 173. Runde. Wir kriegen es nicht so richtig gebrochen. Das ärgert mich echt sehr. Gut, wäre natürlich erstmal Leeds zu brechen und Taruga. Tatsächlich auch, weil Taruga kriegen wir eh nie wieder, weil er so viele Gesandte da reinsetzt. Und dann Taruga halt, also mit Taruga hier schön von oben den Pressure aufrechterhalten. So, bitte alle Haubitzen auf Stellung. Artillerie nach oben gestellt auf ungefähr Zranka, Tuspa und Sparda Kilometer. Denn jetzt geht's los. Macht bitte die schöne Hymne Nummer 2 von, keine Ahnung, Interpret X oder egal, von Wendler, auch wenn wir ihn alle hassen. Und ja, das funktioniert auch ganz gut. Ihr seht, ich habe jetzt hier über die Theaterdistrikte rausgepusht, habe alles gekauft. Wirklich, ich habe ihm das Geld aus den Rippen gepresst, damit er seinen eigenen Untergang finanziert. Das ist einfach göttlich. Ich immer schön ihn jedes bisschen hier an diplomatische Gunsten so verkauft. Immer schön das Geld mitgenommen, damit hier alles bestückt werden kann. Jetzt haben wir hier unser Bombardement fertig. Ihr seht es überall, Theaterdistrikte drin. Und Zranka fällt und ihr seht, das ist das Wichtigere, Tuspa auch, weil Zranka war klar abzusehen, dass irgendwann fallen würde. Aber wichtig ist Tuspa. Wenn Tuspa fällt, dann kommt es nämlich zu so einem Domino-Effekt, weil das eine große Stadt ist. Wenn dann Sparda noch hinkriegen, dann haben wir gewonnen. Dann sind wir ihm durch und dann kriegen wir all diese saftigen Wunder hier und dann wird es einfach nur noch richtig, richtig lecker. Ist doch schön, wenn man diese Wunder nicht selber bauen muss. Wir bewahren ja auch hier Herkules Charge auf, damit wir direkt einen Theaterdistrikt hier bauen können, um direkt loszulegen. Wir brauchen eine Naturforschung, auch wenn es das noch mehr Tourismus gibt.
Aber ich brauche den Boost für unser Funkwesen, denn Funkwesen enthält ja natürlich das Sendezentrum, wodurch wir noch mehr große Werke platzieren können, auch in den etwas schwächeren Städten, wenn wir genug Geld dafür haben. Und dann können wir nämlich noch die Sendezentren bauen, kriegen auch endlich mal mehr Musiker. Musiker hatten wir erst 3, 4, keine Ahnung. Das heißt, wir müssen natürlich jetzt auf diese Sendezentren gehen, um den Druck eben noch mehr zu vergrößern. Ich habe ja auch schon mal an Mani in die Position gebracht. Später kommt die nach Dijon. Da müsstet ihr eigentlich hier die Sachen relativ gut unter Kontrolle halten können, beziehungsweise die Moral herabsitzen können. Was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, ich natürlich vergessen habe, ich meine natürlich professionell darauf geplant habe, können jetzt auch Kultisten bauen und damit können wir natürlich auch jedes Mal die Moral der Städte senken, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen und damit das nicht so lang geht. Wenn die Moral nicht komplett runtersetzen, aber wenn wir halt sowas wie Tuspa jetzt haben, wo schon die Moral sinkt, können wir natürlich mit den Kultisten das Ganze finishen. Die singen denen dann noch ein schönes Lied vor. Wir können ja auch, ihr seht, 230 Glaubenbohne, können ja auch relativ gut die ganzen nachproduzieren. Damit gehört Sranka uns und der nächste Plan kann aktiviert werden. Und wir setzen das einfach so nah wie möglich an die anderen Städte heran, damit wir vielleicht Sparda und Pasargada erreichen. Also nach hier oben, auch wenn es da geflutet werden kann. Das soll uns jetzt nicht kümmern. Das heißt, wir gehen einmal mit unserem Herkules, fliegen wir magisch durch die Gegend und bewegen unsere ersten Kultisten zu den Städten. Natürlich Tuspa. Hat es wieder regeneriert, ne? Auf 6.2 willst du mich veräppeln. Ist ja unfassbar. Aber wir brauchen doch noch ein paar Kultisten, also wirklich. Und überall auf Nahrungsstellen ist natürlich auch noch eine gute Sache. Habe ich bisher jetzt auch vergessen. Sollte man unbedingt tun, um einfach den Druck zu erhöhen, weil jede Bevölkerung ja auch eben den Druck erhöht, was nicht schlecht ist. Wir haben auch den coolen Ingenieur bekommen, wo wir James Watt, wo wir eine Fabrik bauen und die auch mehr Produktion bringt, was sehr, sehr cool ist. Das können wir nicht auch zweimal aktivieren, sehr stark, um uns noch den letzten Push jetzt sozusagen zu geben, um auch den Perser zu brechen. Aber das ärgert mich echt, dass er wieder auf 6,2 ist. Das kann doch nicht sein, ey. Unfassbar und auch ein bisschen unverschämt. Nicht sein Ernst. Persien hat tatsächlich die Stadt einfach zerstört. Das ist nicht dein verfluchter Ernst. Jetzt müssen wir da echt nur einen Siedler bauen, damit wir die Stadt da kriegen. Und andererseits können wir dann näher vielleicht noch was an Kongo ran, weil der Kongo, glaube ich, also da müssen wir schon die ganze Front hier einnehmen. Und selbst dann wird es hart, also wirklich hart. Wir haben auch Kultisten. Er hat auch Kultisten, natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber das wirkt schon sehr schwierig. Da hat auch noch 20 Loyalität, krass. Aber wir brauchen auf jeden Fall hier eine Stadt. Und dass wir das jetzt extra bauen müssen. Wir hatten nämlich eigentlich so gut wie, ich glaube, 2 Runden noch. Und dann kommt der einfach und sagt sich, nö, die kriegst du nicht. Unverschämtheit. Und Tuspa ist, ich weiß nicht wie, wieder auf 1,9. Der macht mir wirklich Kopfschmerzen. Dafür muss ich jetzt einfach die Kultisten anwenden. Auch wenn das ein bisschen cheesier ist, als ich das eigentlich haben wollte. Es ist soweit. Tuspa fällt mit 4,1 und wir können das ein bisschen beschleunigen. Denn ehrlich gesagt, habe ich keine Lust mehr zu warten. Das ist nämlich nervig. Und dann können wir direkt weiter nach Sparda. Ja, Pasargada müsste eigentlich auch direkt fallen. Denn da sind nur 4 Bewohner. Das ist jetzt nicht beeindruckend. 4. Und Sparda hat noch 8. 8 ist auch nicht viel. Wenn wir die Sendetürme jetzt alle noch abkriegen, dann sollten wir da relativ schnell durchwalzen können. Und dann tatsächlich noch Persien, vielleicht sogar vor dem offiziellen Sieg. Ja, okay, deutlich sogar. Gerade geht nicht so viel hoch. Nochmal 100 oder nicht? Egal. Sollten wir das eigentlich sogar geschafft haben. Wir kriegen natürlich sehr viel Weltwunder, deswegen wird das nochmal ein bisschen krasser. Und wichtig ist, Tuspa hat wieder einen Theaterdistrikt und auch schon ausgebauter. Noch kein Kunstmuseum leider, aber immerhin schon mal Amphitheater. Das heißt, unser Push kann direkt weitergehen. Und hier ist Tuspa. Zack, das gehört uns. Ja, Loyalität geht ein bisschen runter, kriegen wir aber locker hin, das ist kein Problem. Den Armani direkt rüberholen, um auch Sparda, ihr seht, Sparda geht auch schon runter. Wir haben sind bei minus 1,6. Pasargada komischerweise nicht, finde ich ein bisschen merkwürdig. Aber gut, sei es drum. Wir können jetzt direkt mal rüber zu Tuspa, nach Tuspa, um eben die Moral nochmal ein bisschen runterzusetzen. Es kann sein, dass Sparda dann erstmal nochmal, ach, nervt mich doch nicht, ein bisschen positiv bleibt, aber das soll jetzt erstmal nicht das Problem sein. Langfristig sollten wir dadurch mehr Druck aufbauen können. Und das ist ja unser Ziel, nichts anderes. Und wenn wir Sparda dann auch noch haben mit 16, das ist das Wichtige, 16 Bevölkerung, dann sollte auch langsam hier Mashhad fallen können. 0,1 haben wir jetzt dann noch, gut wegen dem Umsetzen von Armani. Hier 24. Jetzt muss man Armani auch nach hier oben setzen. Müsste auch, ja, ich glaube, das ist sogar das Beste, wenn wir Armani einmal nach Dijon aus ist, ne? Dijon. Ja, und sie kann dann halt einfach da unten hin, um die Loyalität zu stabilisieren. Und dann können wir jetzt diesen Push weitermachen. Wenn es halt ihr abfällt, können wir mit den Kultisten direkt die Stadt brechen. Ich will nicht Kultisten nutzen, um die komplett zu übernehmen. Das wäre mir jetzt doch irgendwie für die Methode zu cheesy. Auch wenn man es hier natürlich locker machen kann. Weil Eleonore halt immer diesen Step überspringt, dass die freie Stadt sich irgendwie anschließen will. Das ist natürlich ziemlich krass. Aber ich will das jetzt nicht zu exploity machen, auch wenn es natürlich extrem lustig ist, merke ich dann. Muss ich wieder alles nach Tuspa rüber schaffen. Wahrscheinlich von Toulouse oder Auckland rüber. Obwohl Toulouse müsste noch rankommen. Vielleicht von weiter hinten nochmal. Und Nader Shah hat weiterhin seinen Untergang finanziert
Und jetzt wird auch Sparda langsam fallen. Die Kultisten helfen ein bisschen nach. Wir kriegen noch ein paar Relikte, damit wir noch mehr Macht haben. Warum auch nicht? Das ist schon echt krass, dass sie jetzt noch ging. Die sollten auch überall möglich sein, deponiert zu werden. Sonst, ehrlich gesagt, mir auch egal. Aber ihr seht, es klappt schon irgendwie. Und dann haben wir hier jetzt nur noch 8 Runden, bis auch hier diese Stadt fallen wird. Und wir können, wie ihr seht, oben ordentlich nachpumpen, weil wir einfach auch so viel verfluchten Glauben haben. Also wirklich verflucht, denn unser Glaube ist nicht gerade freundlich, aber wir singen halt so viel, dass unser Glaube in die Herzen unserer Feinde geht. Auch wenn da irgendwie so eine Tentakel-Reliquien rauskommen aus unseren Viechern, wenn sie dann, keine Ahnung, platzen, weil sie ein paar Mal gesungen haben. Keine Ahnung. Das habe ich noch nie gesehen. Barbarenkriegsschiff? Das ist ja krass. Das habe ich ja noch nie gesehen. Wie hat der schon ein Kriegsschiff? Zum Teufel. Das ist ja total interessant. Guckt euch das an. Habe ich das schon bestimmt schon mal irgendwann, aber in den 1000 Stunden. Aber das? Vor allem auch voll am Arsch der Welt. Einfach mal, hallo, ich bin ein Kriegsschiff. Guten Tag. Wieso ist der schon halb kaputt? Ist das echt irgendwo angreifen lassen? Nicht, dass er meinen anderen jetzt killt, weil das Ding ist schon nicht übel schwach. Damit gehört auch Sparda uns. War wieder eine falsche Anzeige. Hat mir eigentlich gesagt, ich hätte noch 3 Runden gebraucht. Aber guckt euch diese Stadt an. Ist sie nicht lecker? Ja, okay, nervt mich nicht. Guckt euch das an. Wir haben 1 Wunder, 2 Wunder, 3 Wunder. Wenn das kein Wunder, 3 Wunder haben wir bekommen. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bezirke. Ja, das ist doch mal eine yummy Stadt, sag ich mal. Kann man auf jeden Fall was mit anfangen. Und jetzt gucken wir mal, wie sieht es da aus? 19 noch immer. Krass. Ja gut, Pasargade wird es auf jeden Fall fallen. Das sollte kein Problem sein. Ich muss auch noch ein bisschen was hier rüber schaffen natürlich wieder. Das ist klar. Hat er dann wenigstens hier mal... Nee, hat er nicht Kunstmuseum gebaut. Was für ein... Das ist aber echt ein Anfänger, muss man einfach sagen. Das gefällt mir ja gar nicht, ey. Jetzt sind wir auch bei dem Feld, weil ich meine, 81 Punkte für den Schriftsteller, 64 für die Künstler, ja, 29 für den Musiker, aber trotzdem. Sieht doch ganz gut aus, kann man auf jeden Fall mit anfangen. Ja, recht gut. Alle Schriftsteller kriegen wir relativ schnell rausgehauen. Das sieht gut aus und deswegen kann uns der Fortschritt jetzt eigentlich auch nicht mehr genommen werden. Wir werden da jetzt erstmal hier ihn schön noch die Universität von Oxford fertig bauen lassen. Gut, gibt ihnen zwar 2 kostenlose Technologien, aber es geht eigentlich nur ums Flexen. Geht jetzt nicht mehr darum, dass wir irgendwie noch sagen, ah, ich brauche jetzt noch 2 Technologien. Das ist mir eigentlich ganz egal. Ihr seht, wir haben auch 700 Kultur, wir haben jetzt auch 364 Forschung zumindest, weil ich eben diese tolle internationale Raumfahrtagentur-Politikkarte habe. Boah, schweres Wort. Davon kriegt man halt, ihr kennt es ja, das ist ja die beste, die es gibt nur im Spiel. Durch jeden souveränen Chip, sage ich mal, kriegt ihr dann eben ein Prozentsatz mehr Forschung. Ist bei uns noch nicht so viel, bei Kultur wird das mehr. Mache ich auch gleich. Ist allerdings nicht so wichtig wie die Forschung, da haben wir nämlich zu wenig. Taruga hat noch 13, das heißt auch irgendwann wird Taruga natürlich auch fallen. Dann verlieren wir natürlich wieder ein Suzerän-Tum. Auf jeden Fall werden wir nicht mehr so Suzerän sein, wie auch immer man das nennt. Und dann haben wir ein bisschen weniger. Passt aber immer noch, würde ich sagen. Wir haben ja momentan eine gute Erfolgsgeschichte, wenn ihr mal die Karte unten links anschaut. Das sieht doch ganz lecker aus. Nur Kongo wird dann wahrscheinlich noch etwas schwieriger werden. Runde 200 ist angebrochen, wir sind in der Moderne angekommen. Leider, leider hat die kongolesische, genau, Person noch immer ein goldenes Zeitalter. Sehr ärgerlich, wir auch. Das müssen wir natürlich haben. Wir müssen die unter Druck setzen können. Ja, leider Schaden nochmal ein normales, das passt also. Wir bleiben weiterhin bei einem Herzschlag des Dampfes, das geht ja relativ fix. Und ihr seht, Pasargade ist gefallen. Und langsam kommt auch dazu, dass Parsafeld, Parsusfeld und Mashhadat, nee, Mashhad, Entschuldigung, fällt. Das heißt, wir haben hier langsam auch wirklich sicher den Druck durch, können das Ganze beschleunigen. Ich verstehe nicht, die Angabe hier fällt, aber gleichzeitig 1,2 dazu. Keine Ahnung. Parsa sieht aber auf jeden Fall so aus, wenn es demnächst brechen würde. Das liegt auch daran, dass Armani noch nicht da ist. Ich habe sie nochmal umgesetzt, weil sonst würde der Druck nämlich noch enormer werden. Dann müssten wir auf jeden Fall die Städte brechen können. Und ja, wie gesagt, wenn die Hauptstadt fällt, Tarsus, wenn Tarsus fällt, auch sehr gut. Weil gerade die Hauptstadt ist natürlich sehr wichtig. Und dann muss noch Gordian fallen. Dann sind wir eigentlich dabei. Und dann können wir auch die kongolesische Fraktion unter Druck setzen. Freundschaft will sie auch nicht, von daher passt das ganz gut. Wenn wir jetzt hier die ganzen Theaterdistrikte, Wunder und alles nutzen, um dann den Druck direkt weiter auszubauen, dann sollten wir tatsächlich doch noch einen Sieg hinkriegen. Auch wenn schon die 200. Runde eingebrochen ist. Auf vielleicht in 100 Runden können wir hoffen, das hinzubekommen. Hier die ganze Welt zu teuren. Seht, unsere Kulturwerte sind auch explodiert. Wir haben jetzt auch Social Media oder was das nochmal ist, als Politikkarte genommen und sind deswegen auch in allen Bereichen jetzt vor, aber nicht gigantisch vor. Also Forschung ist sie noch immer sehr weit oder sehr gut dabei, kann man so sagen. Ach, herrlich, schaut euch das an. Da ist sie. Fleur de Lille, glaube ich, heißt es. Ne? Nicht, dass ich wieder falsch sagen, wie der Ärgerkrieg. Überall scheint sie rot. Herrlich. Unser Zeichen, unser Wappen.
Es werden wieder viele leckere Wunder sein. Schaut es euch an, was wir da alles bekommen werden. Lecker, lecker. Auch die Hauptstadt fällt langsam. Ich setze natürlich das Ganze ein bisschen, mache das ein bisschen schneller. Damit wir nicht noch viel länger warten müssen, kriegen wir wieder ganz viel Relikt. Ich weiß gar nicht, ob wir auch Platz dafür haben. Und damit sollte die Hauptstadt jetzt fallen. Die ist ja sowieso schon im Begriff zu fallen. Das heißt, der Schieß ist jetzt nicht zu hart. So, nächste Runde müsste das dann schon soweit sein. Oder übernächste Runde ist auch komplett egal. Und dann fällt auch Tarso schneller. Und Parsa, ja, Parsa nehme ich einfach nebenbei mit. Ganz ehrlich, da achte ich gar nicht drauf. Aber wir haben dann schon Mashhad. Also wir haben dann schon die zweite von drei Hauptstädten. Ihr seht, wir führen auch im Herrschaftssieg. Obwohl wir noch kein einziges Blut, naja, obwohl doch als Verteidigung schon, aber im Angriff noch nicht ein einziges Blut vergossen haben. Da ist es. Guckt euch diese Stadt an. Herrlich. 3, 6, 8 Distrikte, habe ich richtig gesehen? Auf jeden Fall eine ordentliche Menge an Distrikten. Das ist doch genau das, was wir brauchen. Plus, wenn wir mal schauen, 1, 2, 3, 4 Weltwunder, 5 Weltwunder sehe ich. Ja, 5, ne? Ja, 5 sind es. Wenn ihr nochmal schaut, ja, ja, machen wir euch erneuern hier. 1, also Machu Picchu, die Pyramiden. Minakshi, glaube ich, ist das. Können wir hier auch sehen, ja, Minakshi. Dann haben wir Chichen Itza. Und wir haben die, ach, da steht noch eins, ich sehe noch eins. Die Oxford University und Apanada haben wir auch noch. Das ist schon eine gute Menge an Weltwundern, die wir da bekommen haben durch diese eine Stadt. Kann man auf jeden Fall gut mitarbeiten. Also braucht man die gar nicht mehr selber zu bauen. Das ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Wie viel Tourismus habe ich jetzt leider nicht geguckt? Wahrscheinlich nochmal 200, 300 Tourismus oder sowas mit den ganzen Wundern. Weil wir ja durch Frankreich eben auch mehr Tourismus bekommen. Denkt dran, plus 100% Tourismus für alle Wunder. Also die großen Werke müssten wir auch übernommen haben, genau. Das heißt, wir können aber auch jetzt wieder umdisponieren. Das ist immer ein bisschen lästig, weil dieses Menü, ihr seht es langsam, das wird einfach nur noch albern. Also ich kann ja nichts mehr richtig sehen. Ich muss einfach nur raten, wo ich jetzt gerade irgendwie die verschiedenen Städte finde, die wir eingenommen haben. Das nennt man dann wirklich First World Problems, ne? Also richtige Probleme für Leute, die, keine Ahnung, zu viel haben. Aber das ist ja meistens dann so. Und zwar haben wir jetzt auch die Universität, da können wir auch nochmal was reinquetschen. Mal jetzt gucken, von wo wir das alles noch holen. Jetzt brauchen wir tatsächlich noch mehr Schriftsteller, hätte ich nicht gedacht, aber... Ja, wir brauchen noch mehr Schriftsteller. Oh, wir haben eine Resonanz von Nader Shah. Das ist ein bisschen aggressiv, aber haltet euch fest. Ich würde gerne mit euch über die Schönheit der Pferde sprechen. Da sind bestimmt einige Drohungen drin versteckt, so von wegen, du hast alle meine Städte übernommen, hör auf damit oder ich werde dich umbringen, weil du alle Städte übernommen hast. Das ist schon sehr aggressiv. Finde ich leicht übertrieben. Also ich finde, so eine passiv-aggressive Art kannst du dir wirklich sparen, Nader Shah. Also finde ich sehr unangenehm einfach. Nur weil jetzt über hier unser Zeichen leuchtet und du gleich alle Städte verlierst, also 4 auf einmal gerade. Sorry, aber da muss mir jetzt nicht auf einmal mit Pferden ankommen. Also das finde ich echt unverschämt. Daruga fällt auch langsam, das heißt Stadtstadt geht auch bald weg. Jetzt hat sie leider hier noch eine blöde Stadt hingesetzt. Bisschen ärgerlich, obwohl es uns das vielleicht sogar Vorteil geben kann. Ich werde auch noch eine Stadt hier hinsetzen. Dann können wir vielleicht Kongo tatsächlich schon unter Druck setzen. Ihr seht, Daruga fällt, Hag, jetzt muss ich die ganzen Namen aussprechen, Hagmatana, Gordian, Bakhtiari und Tarsus. Alle haben unser wunderbares Zeichen, unser Fleur-de-Lis, ich bleibe jetzt dabei. Haben sie dabei und dann fallen diese Städte auch bald. Ihr seht, nächste Runde ist Tarsus schon soweit, habe ich gar nicht mehr viel bearbeiten müssen. Ihr seht, der Druck ist jetzt langsam wirklich enorm. Minus 10, minus 7, minus 16 hier oben. Minus 16. Einfach krass. Und damit, liebe Freunde, gehört auch Tarsus uns wieder mit schön 5 Distrikten. Kein Theaterdistrikt, aber trotzdem herrlich. Ja, 10 Runden circa weiter, seht ihr. Taruga konnte dem Druck nicht mehr standhalten. Unsere Lieder haben ihre Herzen erfüllt, ihre Seelen gereinigt und ihren Geist erwachen lassen. Genauso bei Hagmatana, Gordian, Ray, Bakhtiari und bald auch Candy und Massaka. Massaka, übrigens cooler Name für eine Stadt, auf jeden Fall. Weiß nicht, ob ich da leben wollte. Aber ja, auch das. Die letzte Stadt des Persers, des Nader Shahs, des großen, mächtigen Hits. Es ist irgendwie ein bisschen abgefallen. Ich weiß auch nicht, ob es ihm noch ganz gut geht. Ich wollte ihn mal fragen, aber die Chöre, die ich spiele, die sind einfach zu laut. Und ja, dann habe ich gedacht, interessiert mich halt auch nicht wirklich. Der Quiler war auch zwischenzeitlich am Fallen oder hatte keine Moral mehr. Irgendwie haben sie sich gerettet, wahrscheinlich dadurch, dass genau ein Gouverneur zugefügt wurde. Kriegen wir aber auch noch hin, ne? Das ist kein Problem, glaube ich. Läuft doch ganz gut, also besser als ich dachte. Wir müssen also jetzt den Druck erstmal wieder aufbauen. Das ist immer sehr viel Micromanagement. Naja, sehr viel ist übertrieben. Aber man muss halt viel tun, um immer diese ganzen großen Werke wieder hin und her zu schieben und so weiter. Aber ihr seht nochmal, wir haben hier nochmal ein Wunder bekommen. Bei Hagmatana, ich glaube, da haben wir auch nicht drüber geredet, hier nochmal ein Wunder bekommen. Große Bibliothek als Wunder, wo auch nochmal Slots drin sind. Sehr wichtig für uns. Also einiges nochmal zu hier. Zeus-Statue. Ja, sucht es euch aus. Wir haben halt bald alle Wunder. Ne? Ihr seht es hier unten auf der Karte. Unser Reich ist recht prägnant. Es fehlt jetzt nur noch eigentlich Kongo und dann haben wir die Welt tatsächlich mit unseren Gesängen erobert. Kleines Update auch noch zu dem Punkt. Wir sind jetzt bei den Schriftstellerpunkten bei 130 pro Runde. Künstler 98 und 58 bei den Musikern.
Ihr seht ja bei Forschung auch schon 67, bei Ingenieur bei 68, beim Händler, gut, nur bei drei, läppischen 33. Da ist Kongo tatsächlich nah dran. Finde ich schon beeindruckend, aber ihr versteht, was ich meine. Diese Kombination aus Orakel, dem Pantheon und all den ganz miesen Sachen, die wir haben, außer Bologna, das fehlt halt noch, ist schon extrem. Also wir hauen hier wirklich raus, raus, raus. Kriegt alle Runde eigentlich irgendeine große Person, die uns hier wieder einen Buff gibt. Das macht schon richtig Spaß. Und damit geht Persien in die Geschichte ein als Sänger, Liebhaber. Und Kandi wird genauso folgen. Diese beiden Städte werden jetzt fallen. Und damit sind wir nur noch gegen Kongo, die sich doch recht hartnäckig hält. Wir haben jetzt zwei mit niedriger Moral. Aber sie will noch nicht so ganz. Sie versteht noch nicht ganz, was Musik bedeutet. Aber Mohenjo-Daro heißt es, glaube ich, wird sich wohl auch langsam unterwerfen. Das ist doch schön. Die haben verstanden, das bringt alles nicht so viel. Hey, Moment mal. Ihr wollt noch nicht? Unverschämt. Hat mich rausgeschnitten. Ich habe keinen Bock drauf. Ja, Kandi und Masaka. Natürlich. Sind schon lang bei uns. Blabla. Persien besiegt und so. Ja, genau. Er ist weg. Wir sind nur noch mit Kongo allein. Das heißt, Singa und ich werden jetzt noch so ein paar, ja, sag ich mal, intensive Unterhaltungen führen darüber, was gute Musik ist, was Loyalität ist und was es bedeutet, in das Reich Aquitaniens eingeführt zu werden. Mit einem schönen Lächeln auf den Lippen. Der Stadtstaat hier wird auch noch fallen. Hat natürlich auch einen schönen Theaterplatz, was auch sehr gut ist. Bedeutet, das würden wir dann auch noch bekommen. Ach, herrlich. Ja, und dann können wir einfach wieder sagen, Stadt behalten. Und Stadt behalten. Ach, herrlich. Da kriegen wir auch die ganzen Zeitalterpunkte für. Ihr merkt also, auch ein goldenes Zeitalter ist relativ simpel. Ihr seht, wie viele Punkte wir mittlerweile schon haben. Das funktioniert. Jetzt müssen wir nur noch den letzten Widerstand hier brechen. Ihr habt natürlich ihre Städte extrem eng. Hat hier zwei riesige Städte in der Mitte. Ja, und eine auch recht große hier unten. Also drei, genauso wie es bei Persien war. Drei Kernstädte, sage ich mal. Und der Rest, den müssen wir halt einfach brechen. Ich habe von Herkules noch Charges über. Das heißt, wir können auf jeden Fall noch ein bisschen was bei den Theaterplätzen bauen, falls nötig. So, die äußeren Bereiche von Kongo fallen. Lobata ist unser, Bila ist unser und tatsächlich Mbanza Kongo. Und ihr seht, das ist ein verdammt mächtiges Ding. Eine der großen Städte und das ist natürlich für uns das Wichtigste. Eine von denen zu brechen liegt daran, glaube ich, weil wir hier recht viel drumherum haben. Auch Mohenjo-Daro ist ja gefallen und deswegen konnte man da recht gut Druck machen. Das ist auch sehr wichtig, weil die Städte hier im Zentrum extrem loyal natürlich noch sind. Das könnt ihr euch ja vorstellen. Wenn sie halt kein goldenes Zeitalter, ist das eigentlich gelaufen. Dann haben wir es geschafft. Sogar wesentlich kürzer, als ich gedacht habe. Wir sind jetzt 30 Runden weiter, haben da komplett Persien drin geschluckt. Da helfen natürlich Kultisten, weil die Kultisten halt einfach, wenn das abfällt, kannst du einfach direkt draufgehen und weiter pushen, pushen, pushen. Wenn es dann auf Null fällt, musst du noch einmal Minus ticken und dann sind wir durch. Meistens ist nicht zu übertrieben, also ich halte mich ein bisschen zurück, weil die KI tut mir eh schon ein bisschen leid, weil sie nicht kapiert, dass ich sie gerade völlig fertig mache. Ihr seht auch hier, Weltausstellung 15.000 Punkte zu 5.000. Das ist keine schwache KI. Nur dann denken, die hatte zeitweise 700 Forschung und die hatte noch immer 700 Kultur, obwohl wir ja schon drei Städte jetzt abgenommen haben. Sollte man immer bedenken. Das heißt, es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie eine Wegwerf-KI ist. Ja, also da haben wir schon wesentlich Schwächere gegen uns. Ja, aber jetzt haben wir ja nochmal zwei neue Städte. Und damit sollte das Zentrum jetzt auch langsam sicher brechen. Haben wir noch 5. Hier haben wir noch 15 und 15. Ne, 12. Hier haben wir noch 3,7. Das geht natürlich schnell. 21. Gut, das ist jetzt wieder weiter weg. Aber hier die ganzen Städte, die 5 Stück sollten als nächstes fallen können. Muss noch ein bisschen Druck machen. Das Problem ist hier, zum Beispiel Quila hat keinen Theaterdistrikt. Das ist sehr ärgerlich. Hier haben wir einen Theaterdistrikt und damit sind wir eigentlich dann super ausgestattet. Denn was ist das für eine Stadt bitte? Denn das hilft uns sehr weit. Das ist ja gar keine Nahrung. Gar nichts an Nahrung. Das da und das da. Wieso geht das Feld nicht? 1, 2, das ist ja schon zu weit weg. Ach Gott, was ist das für eine enge, quetsche Stadt? Egal. Ja, auf jeden Fall müssen wir schauen, dass wir am besten hier mal ein Wohnungsviertel hinbauen und ein bisschen was auf Nahrung pumpen. Und damit es nicht zu sehr hier schrumpft, weil schrumpfen hieße eben für uns auch weniger Druck. Und sonst müssen wir hier nur noch die wie immer, unsere Werke reinschmeißen. Und dann sieht das doch schon ganz gut aus. Ihr könnt übrigens mal sehen, wie viele Werke wir haben, bevor ich das vergesse. Während sie uns weiterhin Geld gibt. Ne? Nimmt ja alles an von uns. Hier, das sind unsere Werke. Könnt ihr mal schauen. Das sind ein paar, ne? Also ein bisschen was. So ein paar Relikte, ein bisschen viel Schreibwerkzeuge oder Schriftstücke. So muss man es ja richtig sagen. Schriftstücke haben tatsächlich ein bisschen abgenommen. Also ich hätte tatsächlich noch mehr gern gehabt. Achso, wir kriegen aber nochmal zwei. Aber Schriftsteller kommt, dauert jetzt wirklich mittlerweile auch mit 224 Punkten 12 Runden. Also schon sehr, sehr lang, weil wir schon so viele haben. Also es steigert sich ja natürlich immer weiter, ist ja klar. Aber ansonsten sieht das schon ganz gut aus, dass wir den nächsten Push dann durchziehen können. Ein ganz nettes Weltkongress-Event haben wir ja sehr selten. Minus 5 Loyalität pro Runde in Städten dieses Spiels. Ja, gönnen wir der mal, ne? Würde ich sagen. Außerdem dauern jetzt mittlerweile, möchte ich auch ganz kurz noch erwähnen, die Runden so verflucht lange. Das ist echt nicht mehr witzig. Also es ist
wirklich anstrengend, weil wir halt so viel Shatter haben, wird wahrscheinlich sehr viel prozessiert oder so, keine Ahnung, das nimmt man das auch so, egal. Auf jeden Fall, das dauert, aber ihr seht, wir haben auch hier unten die Stadt schon langsam im Griff, die anderen Städte sind noch nicht ganz so dabei, ja hier doch auch, fällt auch langsam, da war das schon die Hauptstadt, das heißt, wir hätten dann auch schon gewonnen, wenn wir die haben, wir machen aber natürlich alles durch, ist ja klar. Einzige, die wir überleben werden, Mexico City sein und Mogadischu, weil sie so treu an unserer Seite gekämpft haben. Ihr seht, es läuft immer durch. Das war jetzt nur bis zur... Also ich hatte wirklich eine Minute gewartet bis zu dem Weltkongress. Und ihr seht, die Runde geht noch immer weiter. Das ist wirklich krank. Das tue ich natürlich nur alles für euch. Also schön Daumen hoch und Abo da lassen, ganz klar. Damit fällt auch Mbamba. Da seht ihr es. Und eine große Flut. Das ist nicht so wichtig, sondern, mein Gott, diese Stadt ist auch gefallen. Damit sollte Nkunga auch automatisch fallen, das ist klar, weil hier kaum noch Anschluss ist, außer Bakuwa oder Bakavu. Und ihr seht, generell alles fällt. Hier ist auch wieder unser schönes Wappen zu sehen. Hier noch nicht, kommt aber jetzt auch. Minus 3, gut, dauert noch ein bisschen länger. Wir können damit kurz ein bisschen nachhelfen. Und dann haben wir gleich tatsächlich das Spiel schon gewonnen. Wir wollen aber natürlich nicht nur das Spiel gewinnen. Die baut übrigens Atombomben, was soll das denn? Wir wollen natürlich auch die gesamte Map hier einnehmen. Wie gesagt, außer Mogadischu und Mexico City. Und hier haben wir Banza Mbata, wenn ich es richtig ausspreche. Zack, da gehört es uns. Und damit, meine verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer und alle, weiß ich nicht was, hier sind wir fertig, indem wir diese Stadt jetzt einnehmen. Und wehe, jetzt kommt noch eine Einheit, die sich bewegen muss, dann raste ich aus. Und da haben wir einen militärischen Sieg. Militärisch? Hä? Wir haben ja gar nichts getan. Gesungenen Sieg, bitte, ja? Nee, wir können uns das nicht angucken. Nee, Leute, es geht nicht. Nein, nur noch eine Runde. Das geht. Wir sind doch keine militärischen Führer. Also bitte. Liebe Zuschauer, das geht ja wohl nicht. Wir sind eindeutig liebevolle Sänger. Oh nein, jetzt muss ich bestimmt was nachher rein editieren, bevor ich über meine Lebenszeit und irgendeinen Song reinzuquetschen, den alle total scheiße finden. Tue ich das? Ach, ich weiß nicht. Gucken, wie die Lebenszeit so aussieht. Auf jeden Fall haben wir jetzt theoretisch gewonnen. Wir werden jetzt noch die letzte Stätte nehmen. Ihr seht schon. Diese Stadt fällt auch gleich. Diese Stadt hier unten, naja, dauert noch ein bisschen länger, weil ich komme nicht mit meinen Kultisten hin und die muss erstmal fallen. Wenn die weg ist, dann wird die natürlich schneller fallen. Die baut auch übrigens nur Atombomben überall, das macht mir sowieso ein bisschen Sorge. Bin ich ganz froh, wenn wir die dann bald mal ausgelöscht haben. Armani wird noch rübergeschickt, das sollte auch den letzten Kick dann nochmal geben. Übrigens hat er sich Akkad eingenommen, ich denke, er hatte den großen Händler, den haben wir leider nicht bekommen. Hat er sich noch schnell Akkad gesnackt, heißt ein bisschen mehr Loyalität, aber ihr seht schon hier zwei nur noch. Hinten haben wir noch 19, okay, aber wenn wir jetzt an nahe kommen, wird das auch fallen. Dieses Umsortieren, ne? Also wirklich nochmal, ey, bitte. Ihr seht erstmal, wie lange die Runde. Ich rede jetzt hier, die Runde lädt immer, ne? Das ist jede Runde so, bitte. Ja, jede einzelne Runde. Und dieses Ordnen von den großen Werken, jedes Mal nach vorne, ein Strittchen nach vorne, da muss ich. Das ist, naja. Das ist auf jeden Fall viel Arbeit. Nochmal, gerne ein Like da lassen, Abo da lassen, schenkt mir eure Liebe. Das ist nämlich viel Arbeit. Naja, viel Arbeit, aber es ist zumindest. Nervig, man hätte jetzt vielleicht alleine gesagt, ja, ich habe ja jetzt gewonnen, ist gut. Aber ich will natürlich alles hier noch, was grün ist, muss noch vernichtet werden. Das ist ganz klar. Die nächste Stadt gehört uns. Bakavu ist unser. Außerdem noch irgendeine andere Stadt. Es sind zu viele, ich kann es nicht mehr erzählen. Da besitzen wir auch Mbumbi. Akkad ist unser. Nkunga ist unser. Damit fehlen nur noch Mpinda und Mbanza Membo. Oh Mann, diese Verstümmelung dieser Sprache ist wahrscheinlich Horror, aber ich versuche es. Ich versuche es, wirklich. Vergebt mir. Und jetzt guckt euch an, wie lange die Runde dauert. Ne, das tue ich euch nicht an. Das sind so 5 Minuten. Währenddessen schön Rage of Empires ballert im Hintergrund, dann geht das. Aber ansonsten. Keine Ahnung. Und sonst so. Kleine Randnotiz. Ich kann auch gar nicht mehr die Galerie öffnen. Große Werke, ihr seht sich. Also, ihr hört es wahrscheinlich auch. Ich klicke immer dran. Ah, ne, ich kann nicht. Wenn ich das hochhebe, nicht, verdammt. Ihr hört es wahrscheinlich. Ich klicke wie ein Irrer, ich komme nicht mehr rein. Ich habe auch neu geladen, aber es geht nicht mehr. Ich kann auch nichts mehr rumschieben. Zum Glück ist es erst jetzt passiert, sonst hätte man ein Problem gehabt, weil dieses Rumschieben war bis hierhin schon noch nötig. Jetzt geht es halt gar nicht mehr. Wir können mal schauen, wie viele Werke wir haben. Das sind natürlich ein paar, sind auch noch ein paar mehr geworden. Aber auch keinen Platz mehr für Relikte und so weiter. Das ist jetzt also tatsächlich durch. 246, ihr seht hier, die Luxusressourcen verdecken auch schon wieder die Rundenzahl. Das war ja auch schon beim letzten Playthrough so. So ein Weltdomination, also so ein World Domination, also Welteroberung ist nicht immer ohne Konsequenz und gute Ressourcen, ja. Aber halt auch manche Glitches und Bugs und kleine Fehlerchen. Und damit gehört auch Mpinda uns und damit fehlt nur noch die letzte Stadt. Mbanza Wembo. Sollte natürlich auch nächste Runde dann fallen. Und das wird auch langsam Zeit, denn
Ich weiß, warum ich cutte, denn wenn das live sehen würde, pro Runde so 10 Minuten, das ist einfach kompletter Wahnsinn. Ich kann es nur mal wiederholen. Das ist echt nicht schlecht. Aber ja, wir haben es ja gleich geschafft. Wir haben die ganze Welt unterjocht. Zeig's nochmal ganz kurz, unser wunderbares Reich, während die Runde läuft. Da könnt ihr mal sehen, wie lange es dauert. Herrlich, oder? Schaut's euch an. Ach ja, wirklich auch keine einzige Belagerung begangen oder sowas. Ne? Wir machen sowas nicht. Sowas ist einfach fies. Was machen Menschen, keine Ahnung, die sind halt brutal. So ein Hammurabi macht sowas. Aber doch keine Eleonore von Aquitanien. Guckt es euch an. Das ist das Persische Reich mal gewesen. Mit wunderschön vielen Weltwundern. Das Englische Reich, naja, war nichts Besonderes, aber hat uns den Kick gegeben halt. Und dann ging es nämlich auch relativ schnell hier mit Persien. Und dann ging es auch sehr schnell mit dem Kongo. Wunderbar. Die Kultisten haben uns nachher geholfen, aber der Flip war auch so schon da, es hätte nur einfach noch mehr Stunden meines Lebens verschwendet, das hier zu erstellen. Aber ihr seht schon, was wir auch für Werte haben. Guckt euch das an. 4000 Kultur, fast 2000 Forschung, 1500, glaube ich. Ja, das Geld ist ehrlich gesagt sehr peinlich, muss ich sagen, aber egal. Und 4000 Kultur. Übrigens haben wir die Kultur bei weitem nicht geschafft. Jetzt natürlich schon, klar. Weil ihr seht es ja, es ist halt, weil wir die ganze Welt erobert haben. Aber die hat echt die KI. Und das muss ich nochmal ganz klar hervorheben, bevor wir jetzt gleich das Ende auch haben. Ihr seht, die Runde geht übrigens noch immer. Dass die KI wirklich gut war, ja. Es war keine schwache KI. Es gibt ja manchmal KIs, da walzt du einfach drüber, auch in Gottheit. Also da gibt es wirklich welche, die sind ja so schwach, weil die einfach einen schlechten Start haben oder so. Ist auch schön, dass es das ja gibt eigentlich. Aber hier der Perser und hier ein Singer waren halt wirklich stark. Sie hat auch schon wieder ein goldenes Zeitalter bekommen. Das letzte Zeitalter, was sie jetzt bekommen haben. Es ist unfassbar, dass sie das schon wieder geschafft haben. Dreimal hintereinander, obwohl wir sie ja schon im letzten Zeitalter angeknuspert haben. Also das ist schon sehr beeindruckend und deswegen umso mehr, das ist ein Achievement, das hier zu schaffen. Kannst du empfehlen, spielt nach, aber erstmal müssen wir ja noch die letzte Stadt hier einnehmen. Nur dann kann man das ja nochmal sagen. Also erleben wir den Moment, wo mir bestimmt noch irgendeine Einheit auf die Nerven geht. Natürlich, das war klar. Ah, guck mal hier. Das ist aber auch schön. Einmal ein schöner Naturpark, aber jetzt zum Abschluss noch einmal ein Banzovembo, bam. Und damit haben wir den Kongo. Er konnte sich nicht bewähren, komplett zerstört. Und das war's. Ja, Eleonore, keinen einzigen aggressiven Krieg. Gut, wir mussten uns einmal verteidigen, das muss ich ja schon sagen. Da haben wir auch den Krieg, ja, aber nicht den Knopf gedrückt, aber wir mussten unseren Verbündeten, na egal. Aber wir haben es geschafft. Ja, wir können die ganze Welt ohne ein einziges Tröpfchen Blut zu vergießen, auf diese Weise besiegen. Ohne Kultursieg, diesmal einfach, indem wir alle Städte durch die Musik und die kreative Muße unseres Volkes überzeugen, einfach in unser Reich reinzugehen. Ihr habt ja gesehen, die KI war auch nicht sauer, die war nicht böse, die hat sich nicht aufgeregt. Hey, warum klaust du meine Städte? Ihr habt verstanden, ja, das ist was Größeres, was Besseres. Da müssen wir rein. Und ich kann nur noch sagen, jede Runde dauert zu lange. Und trotzdem bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Like, Abo, ihr wisst es, den ganzen Kram. Jede Liebe, die ich kriegen kann, könnt ihr mir geben. Und sagt mir, was ich noch zu zocken soll. Ich bin immer bereit für irgendwas. Ich finde auch, nochmal, ich kann es euch nur empfehlen, spielt das mal nach. Ich finde diese Zivilisation einfach so super cool. Ähnlich wie Hammurabi, auch eine sehr coole Sache. Auch wie Balmus, was ich schon gespielt habe. Es ist halt einfach gut. Sowas sollte in Civ 7 direkt dabei sein. Na egal. Wir hören, sehen und keine Ahnung was. Nächstes Mal. Tschüssi.